Wenn wir jetzt einen Sprung nach vorne machen, zum 20. April 1945, hatte sich ja nun in den Jahren sehr viel geändert. Gingen Sie zu der Zeit überhaupt noch zur Schule? Gab es Schule noch? In Berlin gab es in den Gymnasien keinen Unterricht mehr. 1943 setzte ja die Kinderlandverschickung ein, die KLV. Der Jahrgang 28 kam zur FLAK. Ich leider nicht, wie ich damals bedauerte, denn meine fast alle Klassenkameraden kamen zur FLAK. Und ich also nicht. Ich wurde zunächst gegen die Frage, wohin Kinder, KLV, ja, wollte ich mit. Zakopane hieß es, kommen wir in die Hohe Tatra, hat mein Vater gesagt. Hohe Tatra, Partisanengefahr, da gehst du nicht mit. Und auf die Art und Weise bin ich dann in eine Schule nach und ein Gymnasium nach Oranienburg gegangen. Oranienburg deshalb, man musste also angemeldet sein, polizeilich außerhalb Berlins. Wir hatten Bekannte, die am Stadtrand außerhalb wohnten. Und so bin ich dann zunächst in Oranienburg zur Schule gegangen, von 44 bis Ende 44. Mit dem Schulegehen wurde immer weniger, einfach wegen der Bombenangriffe. Und ich hatte also ein paar Angriffe mitgemacht, oben in Oranienburg, in Lehnitz. Die waren nicht schön, in Splittergräben war das also gar nicht angenehm. Und ich bin also dann mit der S-Bahn jeden Morgen hochgefahren. Und wenn ich am Humboldthain vorbeikam, und da ist ja ein Flakbunker gewesen, so ein Hochbunker, wenn die Geschütze nach oben ragten, dann bin ich wieder umgedreht und bin. Das heißt, Sie sind von Berlin nach Oranienburg in die Schule Ja, gefahren. jeden Tag. Und da war der S-Bahn-Verkehr noch einigermaßen normal? Er war einigermaßen normal. Ich bin allerdings auch zum Teil rückwärts dann große Teile zu Fuß gelaufen, weil die S-Bahn nicht mehr fuhr. Vor allen Dingen, als die Amerikaner dann 1944, ja im März war das, mit den Tagesangriffen begannen und ich die über mich wegfliegen sah in Oranienburg und dann nachher Schluss war. Es war kein regelmäßiger Zugverkehr, aber im Großen und Ganzen funktionierte das noch. Oder wieder, sehr schnell. Aber im April 45 nicht mehr. Na, da bin ich auch nicht längst nicht mehr zur Schule gegangen. Das kann ich nicht sagen. Das war im Grunde genommen war 1944 im Herbst Schluss. Für mich jedenfalls. Denn da wurde ja der Volkssturm aufgerufen, die 16- bis 60-Jährigen. Und hier in Berlin jedenfalls, ich weiß nicht, wie es woanders war, wurden in den einzelnen Hitlerjugendbannen sogenannte Wehrgefolgschaften gegründet. Das waren HJ-Einheiten in Stärke einer Gefolgschaft, also etwa 100 Mann, die bewaffnet wurden mit Infanteriewaffen. Und Zweck dieser Wehrgefolgschaften sollte es sein, so wurde es uns jedenfalls gesagt, bei Ausländerunruhen eingesetzt zu werden. Und so bin ich dann im Herbst 1944 ins Wehrertüchtigungslager gekommen und wir wurden also 14 Tage war das aber zunächst nur ausgebildet. Ja, muss man auch wieder sagen, in Anführungszeichen. Das heißt, wir lernten also mit dem 98K schießen und wir lernten mit dem Maschinengewehr schießen und Maschinenpistole und Handgranate und Panzerfaust auch? Panzerfaust zunächst nicht. Ich bin dann nochmal wieder nach, das war in Korin, hier Kloster Korin in der Nähe bei Luckenwalde da. Und ich bin dann nochmal im Dezember wieder nach Korin. Und zwar wurden wir ausgebildet von Wehrmachtssoldaten. Der Leiter unserer Kampfgruppe war ein ehemaliger Offizier der Hitlerjugend, der schwer verwundet war, nicht mehr frontdienstfähig, also der hier alles voll hatte mit Orden und Ehrenzeichen. Der leitete das, aber sonst waren es Unteroffiziere, Feldwebel und Gefreite der Wehrmacht, die wahrscheinlich froh waren, dass sie an dieser Stelle saßen und nicht irgendwo. Das war also bis im Januar. Im Januar kamen wir also wieder nach Hause.
Und dann war das ganz konspirativ gemacht. Das heißt, wir sollten auf ein bestimmtes Losungswort, was durch Boten von einem zum anderen getragen wurde, zusammenkommen an einer Stelle. Wir waren in der Auguststraße in Mitte. Lehrlingswohnheim wurde uns gesagt. Ich habe dann viel, viel später, Jahrzehnte später, erst erfahren, dass das ein ehemaliges jüdisches Gemeindegebäude war. Und das war dann Ende Januar. Vorher waren wir noch eingesetzt in diesen Flüchtlings, bei der diese ganzen Flüchtlinge hier mit den Zügen ankamen, da haben wir gearbeitet. Und dann Ende Januar wurden wir also zusammengeholt in der Auguststraße. Was war das Losungswort, wissen Sie das noch? Ich meine Scharnhorst. Und da wurden wir also kaserniert und wurden auch dann ausgerüstet mit einer markigen Rede, die also ein Wehrmachtsoffizier hielt in der Kaserne da irgendwo an der Spree, weiß nicht wie die hieß mehr, der dann also sagte, er würde lieber einer J-Kompanie ausrüsten als ein Bataillon Volkssturm. Da kriegten wir dann also Karabiner und Maschinengewehre und sowas. Das war dann Anfang Februar, kurz vor dem großen Angriff am 3. Februar. Und ich wurde dann nach diesem Angriff, wurden dann Freiwillige gesucht, die den Panzervernichterlehrgang mitmachen wollten. Den habe ich also hier im Olympiastadion mitgemacht, da wurden aber aus ganz Berlin HJ-Jungen zusammengeholt. Zum Teil sind sie ja auch da geblieben, wurden dann eingesetzt an den Spandauer Brücken zum Beispiel. Also wir waren fünf Hitlerjungen aus unserer Gruppe und wir gingen wieder zurück, nachdem wir da 14 Tage lang mit Panzerfaust dann auch schießen, geschossen haben und mit Panzerschreck. Also das waren und Minen. Minen zur Panzervernichtung an Strippen ziehen. Es war in dem Sinne alles natürlich keine Ausbildung. Es war eigentlich ein Unterweisen. Wir konnten die Dinger bedienen, aber irgendwas von Straßenkampf oder sowas war überhaupt nichts. Da war nichts. Nicht? Also, sondern es war halt, wir konnten halt die Dinger so machen. Und mehr war nicht. Und da blieben wir dann kaserniert. Dann wurde verlegt im Anfang April ins Luftfahrtministerium. Wir wurden verlegt. Ins Luftfahrtministerium da? In der Wilhelmstraße, heute so. Finanzministerium. Richtig. Und und am 20. April kriegte ich Urlaub. Aber einen Tag Urlaub. Und bin also zu meiner Mutter nach Hause gegangen und dann am 21. sollte ich wieder da sein. Und am 21. begann die Artillerie zu schießen auf Berlin. Da kamen also die ersten Einschläge. Ich war nicht zu Hause, ich war unterwegs. Als ich nach Hause kam zu meiner Mutter, sagte sie, du, der Urbaniak war da, das ist ein Freund von mir gewesen, der zu dieser Kampfgruppe gehörte. Der Horst Urbaniak war da, du sollst sofort in die Wilhelmstraße kommen, ins Luftfahrtministerium. Ihr zieht, wird abgezogen, also ihr marschiert.